Hallo und herzlich willkommen bei Homelike. Mein Name ist Lillian und ich werde Ihnen heute erklären, wie der Buchungsprozess funktioniert. Bei Homelike bieten wir drei verschiedene Buchungsmethoden an: Request Mode, Subbooking und Support Buchung. Immer wenn Sie eine Buchungsanfrage erhalten, bekommen Sie auch eine E-Mail-Benachrichtigung darüber. Zunächst werde ich Ihnen den Request Mode erklären. Für die folgenden Schritte müssen Sie Ihr Dashboard öffnen und die Registerkarte Anfragen auswählen. Potenzielle Gäste senden Ihnen unverbindliche Anfragen. Diese können Sie unter der Rubrik Anfragen einsehen und überprüfen. Wenn Sie auf eine ausstehende Anfrage klicken, können Sie detailliertere Informationen zu dieser Anfrage sehen, zum Beispiel den Namen des Gastes, die Anzahl der Gäste, den Zeitraum und vieles mehr. Scrollen Sie nach unten, um das Mieterprofil aufzurufen und nähere Informationen über Ihren potenziellen Gast zu erhalten. Öffnen Sie das Mieterprofil, damit Sie Informationen über das Alter, den Grund des Aufenthaltes und den Beschäftigungsstatus Ihres potenziellen Gastes finden. Nun haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie akzeptieren die Buchungsanfrage oder lehnen sie ab. Sie haben etwa 24 Stunden Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Ihre Reaktionszeit auf diese Anfrage wirkt sich positiv auf Ihre Chancen auf, die Anfrage zu bearbeiten. Wenn Sie die Anfrage nicht annehmen können, können Sie diese ablehnen, indem Sie unten auf Ablehnen klicken. Danach werden Sie aufgefordert, einen Grund auszuwählen, warum Sie die Anfrage nicht annehmen können, und die Möglichkeit, diesem Gast durch ein Gegenangebot eine andere Wohnung anzubieten. Bitte beachten Sie, dass eine Änderung Ihrer Verfügbarkeit auf der Registerkarte Verfügbarkeit keine Auswirkung auf bestehende oder offene Buchungsanfragen hat. Sie können die Anfrage akzeptieren, indem Sie auf das blaue Feld Jetzt genehmigen klicken. Jetzt erscheint der Antrag unten unter der Rubrik Genehmigt. Die Sie abgelehnt haben, erscheinen unter der Rubrik Abgelehnt. Wenn Sie die Anfrage akzeptiert haben, hat der Mieter 48 Stunden Zeit, die Anfrage zu buchen oder zu stornieren. Stornierte Anfragen sind unter der Rubrik Storniert zu sehen. Wenn Sie auf die Buchung klicken, erscheint die Buchungsdetails. Hier können Sie Ihre AGBs herunterladen oder Ihren Mietvertrag unterschreiben und die Kontaktdaten Ihres Gastes finden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Gast nach der Buchung kontaktieren, um die Schlüsselübergabe und mehr zu vereinbaren. Der Soft-Modus ist dem Request-Mode sehr ähnlich. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der Gast eine verbindliche Anfrage sendet. Sobald Sie die Anfrage genehmigen, handelt es sich um eine verbindliche Buchung. Sie erhalten also Zugang zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen und den Kontaktdaten, sobald Sie die Buchung genehmigt haben. Instant Booking ist die schnellste Buchungsmethode. Hier schickt der Gast keine Anfrage, sondern bucht direkt. Sie müssen die Anfrage weder genehmigen noch ablehnen. Die Kontaktdaten des Gastes sind sofort auf der Registerkarte Buchungen sichtbar. Diese Methode funktioniert am besten in Kombination mit einer automatischen Verfügbarkeit über iCal oder einem Channel Manager.